Ja, meine Lieben, der ABCs of Death, gewünscht vom lieben Johnny Müller. Ja, ich wollte den Film sowieso schon lang mal sichten und ja, bin jetzt, wie gesagt, auch froh, dass ich ihn jetzt auch endlich kenne, denn der Film hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, es ist ein Episodenfilm, also es geht eben darum, dass zu jedem Buchstaben im Alphabet hat eben, ja, haben die verschiedensten Regisseure auf der ganzen Welt eben einen Kurzfilm gemacht. Also jeweils halt einen Begriff zum jeweiligen Buchstaben. Eben 26 Filme, auch zu den wirklich ganz verschiedensten Themen. Und ja, kann jetzt nicht da auf alle eingehen. Aber wie gesagt, also ganz überraschend fand ich, dass der Regisseur von Serbien-Film auch da was dazu beigesteuert hat. Allerdings war diese Episode, was er da gedreht hat, war jetzt einer der wenigen, die mir jetzt nicht so gefallen haben. Also ich muss dazu sagen, ich fand ja wirklich jede Episode nicht schlecht, also manche besser, manche weniger, aber es war jetzt keine dabei, wo ich jetzt sage, war jetzt richtig scheiße oder richtig blöd oder so. Also splattermäßig passiert über den ganzen Film einiges. Es gibt einiges zu lachen. Teilweise sind die Episoden sehr schräg. Da kam eine Folge drin vor, die heißt Dogfight. Ja, wo es eben um so einen Hundekampf geht. Also wo ein Mensch gegen einen Hund kämpft in so einem ja, illegalen Turnier oder was. Wo man auch denkt, ja, so ein Scheiß. Und ja, verläuft dann komplett anders in der Handlung, was dann bei einigen Episoden mir positiv aufgefallen ist. Also man wird oft überrascht, sage ich mal. Also ich gebe dem Film insgesamt 8 von 10 Punkten, empfehle ihn auf jeden Fall, ja, also an alle Horrorfans, weil wirklich für jeden ist eigentlich was dabei. Tierhorror, Splatter ist drin. Also wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Und ja, also ich hatte wirklich sehr viel Spaß mit diesem Film und eine ganz klare Empfehlung von mir. Ja, dann war es das schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Knorren Siegberts.